Wow, wow, Alter, hab ich Glück. Wow. Bam. Jo Leute und herzlich willkommen zur, ich sag mal, ersten Folge hier Kit PvP. Die IP seht ihr da gerade, aber ihr könnt auf minecraftgames.de gehen. Da habt ihr einen besseren Überblick und so weiter. Ich betrete jetzt den Server. Es gibt mega, mega viele Kits, wie ihr hier sehen könnt. Krieger, whatever. Da unten sind ein paar Premium-VIP-Kits. Premium müsst ihr euch dann kaufen und bla bla bla. Und ich nehme immer den Meteor. Das ist einfach nur geil. Ich komme damit übel gut klar. Jetzt fragt sich nur, da das hier alles ein eingespieltes Team ist und so, wie das Ganze hier funktionieren wird. André und so, ich mach mal hier Set Time 30, damit es hier schneller geht. Und wir müssen halt gucken, dass wir ja schnell voranschreiten, sag ich mal. Gucken, ein Eisenschwert wäre vielleicht drin. Ich weiß nicht, bei Tamichi muss man aufpassen, der verfolgt einen immer. Und Redlan wird jetzt wahrscheinlich auch auf mich gehen, weil ich ihn gestern hinterrücks gekillt habe. Das wird schwierig, aber ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Wer Bock hat, dieses hier auch auszuprobieren, das soll einfach mal drauf joinen. Und ja, wer einfach Bock hat, der macht das. So, jetzt erstmal hier. Ganz standardmäßig die Bäume fällen. Ich glaube, ja, ich fälle jetzt einfach mal den Baum. Muss ein bisschen Gas geben. Es ist auch wichtig, dass man Essen bekommt und so weiter und so fort. So, erstmal die Lage checken. Da hinten ist André. Das ist doof. Der hat mich nämlich gestern auch ein paar Mal gekillt. Also wir suchten das zurzeit eigentlich so ziemlich. Und das ist mega, mega arg. So. Okay, dann schnappe ich mir hier erstmal. Das da für ein Schwert. So. Zack. Und zack. So, jetzt habe ich nämlich ein Schwert. Und jetzt mache ich mir noch. Was soll das? So, aufgepasst. Eine Schaufel. Ja, warum eine Schaufel? Werdet ihr gleich sehen. Ich habe ja das Kit Meteorit. Wenn ich da von wo oben runter springe, bedeutet es, dass der Gegner, der unter mir steht. Dem mache ich dann megamäßig viel Schaden und das soll auch so sein. Deswegen farme ich mir jetzt hier ein bisschen Erde zusammen. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein Apfel rausfällt. So, komm schon. Auf geht's. Warum habe ich den Erfolg jetzt schon wieder bekommen? Ich weiß es nicht. Wären Schweine irgendwo drin? Ich bräuchte vielleicht ein bisschen was zu essen. Noch 30 Sekunden. Ach komm, killen wir schnell diese Hühner hier. Los, 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 los. Okay, da haben wir ein bisschen was bekommen. Da backt ein Huhn rum. Stirb. Stirb. So, das ist gut so. Jetzt checken wir die Lage. Da hinten ist André. Macht er überhaupt was? Der steht nur blöd rum. Ah, soll ich den killen? Soll ich mir den mal schnappen? So, wir haben hier auch noch den Kompass. Der ist am nächsten dran jetzt von mir. Deswegen, der macht gerade gar nichts. Deswegen kill ich ihn jetzt einfach mal. So. Oder, ja, das geht eh klar. Der hat eh keine Chance. Wuhu! Jo, ich habe ein bisschen was bekommen. Ein bisschen Essen. Ein bisschen Brot. Juhu! Okay, Lage checken mit dem Kompass. 74 Blöcke ist ja jetzt von mir entfernt. Bin am Überlegen, ob ich mich ein bisschen in den Berg hier reingrab, aber das wäre sinnlos, weil ich da mein Kit dann nicht anwenden könnte. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen weiter oben. Ich grab mich jetzt einfach mal hier ein bisschen rein. Wenn wir Eisen finden, dann haben wir mega viel Glück und am besten noch ein bisschen sneaken. Ihr habt gesehen, wenn ihr den Kompass mit Rechtsklick benutzt, dann zieht es euch Herzen ab. Okay, jetzt sind wir so ziemlich in Sicherheit, sage ich mal, mit 110 Blöcken Entfernung. Man sollte das halt regelmäßig überprüfen, ne? Und okay, da ist Kohle. Ich nehme das jetzt einfach mal mit hier.
Und wenn wir ein Eisenschwert haben, dann würde ich sagen, sieht die ganze Sache schon mal relativ gut aus. Meteorit ist mein Lieblingskit, da ich da schon ab und zu ziemlich geile Kills gemacht habe. Wir haben getowert und ich bin von oben runtergesprungen auf einen anderen Tower und habe dann so einen runtergebasht und so. Und ja, ihr werdet mich hier auf jeden Fall öfters finden, ne? Rettlern ist in der Nähe, scheiße. Nein, nicht Rettlern. Gegen Rettlern hat man einfach keine Chance. Allein weil ich einfach zu doof bin und mich einfach blöd anstelle. Wie immer eigentlich. Und jo, an sich auch, weil es Rettlern ist, weil der immer irgendwas auf Lager hat, wo man nicht mit rechnet. So, Rechtsklick. Farbmann, 94 Blöcke. Cheat, cheat, cheat. Es wäre cool, wenn wir Eisen finden würden. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, komm schon. Ein bisschen Eisen schadet nicht. Jo, und wer das Ganze selbst spielen möchte, dann muss sich auf der Seite minecraftgames.de registrieren. Das ist ganz, 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 ganz einfach. Ihr müsst einfach auf den Server hier connecten mit irgendeiner IP. Und dann bekommt ihr einen Code, dann geht ihr auf die Website, registriert euch mit dem Code und dann ist die Sache schon geritzt. Könnt ihr eure Statistiken und so nachschauen. Ihr seht ja eh, es gibt Rush auf dem Server, es gibt Bedrock Tower Battle auf dem Server. Es gibt einfach alles, sage ich mal. Und es wird immer, immer mehr dazukommen. Ah gut, Rettlern ist weit, weit weg. So. Kurz die Lage checken. Vielleicht finde ich ja dann oben auf dem Berg ein bisschen was. Ich nehme mal hier diese Workbench mit. So. Da wird es ja bestimmt irgendwo oben ein bisschen Eisen geben. Ich hoffe es irgendwie. Wenn ich jetzt sterbe, lade ich die Folge trotzdem hoch. Ich werde jetzt auch, denke ich, regelmäßig von diesem Server hier aufnehmen. Von diesem Servernetzwerk, von dieser Seite, weil es ist einfach geil. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich find's geil und ich fände es einfach cool, wenn da mehr Betrieb reinkommen würde. Weil, ja, ihr könnt euch da Punkte erfarmen. Könnt mal, wartet, erstmal gucken. Oh, scheiße, Tamichi. Fick dich, Tamichi. Ich farme mir jetzt Erde. Einfach, um nur mal sicher zu gehen. Huh. So. Der ist bestimmt Full Iron oder so irgendwas in der Art. Okay, 42. Mist. Mist, 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 Mist. Okay. 42 Blöcke ist er von mir entfernt. Das ist relativ doof. Ah, 37. Von wo kommt er? Wow. Ah. Wow. 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 Alter, hab ich Glück. Wow. Bam! Haha! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Scheiße! Ah, da konnte ich nichts machen. Alter, das war doof. Aber ihr habt gesehen, was Meteorit machen kann. Auf jeden Fall ist Tamichi scheiße. Schreibt es in die Kommentare, weil der geht immer auf mich oder auf Rettlern oder immer auf irgendjemand. Also einen von uns beiden geht er instant. Egal, auf jeden Fall, wenn ihr mehr Kit-PvP sehen wollt und wenn ich auch mal andere Kits nehmen soll, dann könnt ihr ja mal das in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Basti zockt.